Moin, Babus, was geht ab? Und herzlich willkommen zur neuen Aufnahme Gran Turismo. So, wir spielen jetzt wieder mal nach langer Zeit Gran Turismo. Wir hatten davor noch keine Runde gespielt. Und ja, mal sehen, das Video wird wahrscheinlich noch vor dem neuen Format auf YouTube kommen. Und danach erst das neue Format. So, und jetzt nehmen wir uns auch wirklich mal den Tipp, qualitatives Fahren. Machen wir jetzt, ziehen wir erstmal durch. Ja. Wenn die erste Kurve von mir nicht gut war, aber erste Runde zum Strecken kennenlernen da und genau. Zum Auto kennenlernen. Mit meinem Auto komme ich sogar relativ gut klar. Er hat davor schon mal eine Testfolge gemacht, quasi. Das lief aber nicht so gut, wie war. Mein Auto war, also ich fand es auf jeden Fall scheiße. Hat mir keinen Spaß gemacht. Die Map war ein bisschen, viel zu viele Kurven waren in der Map. Wie kann ich denn ABS nutzen? ABS? Ja. So, du meinst, der ist, na hier, R1. Ja, R1. Der Wagen, der ist geil eigentlich, da ist cool fahren. Ja, meine auch. Old but gold. Müssen wir jetzt machen. Ja gut, die Strecke, das ist ja dieser kleine Zipfel, den wir da. Ich find's auch cool, wie das in die Kurve reinlegt. Wir sind noch auf der Strecke. Ja, also jedenfalls auf Asphalt. Strecke ist schon ein bisschen besser, weil da die Kurven nacheinander kommen und nicht hier nach gerade und so. Ja, das stimmt. Ja, die Wagen sind noch ausgeglichen. Ja, macht man nicht. Auch das macht sogar viel mehr. Also die machen mehr Spaß als die von Voice. Es mag zwar auch daran liegen, dass ich gerade vorne bin, aber es hat nichts zu sagen. Aber jetzt ist wieder scheiße, nein, ich mach einen Windschatten. Na, du hast auch eine höhere Eingeschwindigkeit, über 300 sogar. What the fuck? Ich kann nicht über 200, ich komme nicht mal auf 200. Alles klar. Sag ich jetzt mal nichts. Also eigentlich, rein vom Prinzip her, ist es genau wie Lach. Fucking Gas. Was machst du jetzt? Ich fahre hier über den Rasen. Wow, also dafür ist auch eine Kurve nicht mehr so. 300 Eingeschwindigkeit. Nee, war ja noch drüber. Ja, wahrscheinlich gut. Die Endgeschwindigkeit bei 400 oder sowas. Das ist ordentlich für so einen Wagen. Ja gut. Kann ich nicht mal 200 machen. Wow. Hast du DRS benutzt? Ja klar, das geht aber nicht. Das geht nur für eine bestimmte Zeit. Und ich kann, meine Endgeschwindigkeit ist 195. Das sieht man jetzt aber nochmal in den Kurven, war meiner nicht so gut. Der rutscht leicht raus. Man merkt auch am Controller, ist ja hier diese Übertragung an. Das ganze Übertragung wird auf dem Controller. Ein bisschen merkt man es da, wie es mit rauszieht, wie der Wagen rauszieht, wie er nicht reinlenken muss. Ach ja, ich merk's. Ja, diese kleinen. Ja, ich merk's, okay. Alles klar. Ich muss nur vorbeiziehen kurz. Ja, jemand macht aber mehr Spaß. Ich meine, es ist eh schon viel los, wenn du mit 300 Geschwindigkeit fährst. Dafür kann der auch nichts. Ich hätte nicht gedacht, dass der so stark ist. Aber, naja, seitdem so. Macht jetzt auch nicht. Das ist genau wie wenn er mit Lachgas fährt. Da kann ich auch einfach, da kann mich auch auf der Geraden einfach im Windschatten einfach weg abhauen. Genau, das wollte ich sagen. Ich glaube, ich kann nicht. Die Kurven wird immer spannend. Da holst du oben auf, ne? Ja, weil ich die Kurven besser nehmen kann mit dem Wagen. Ich habe auch Meiner rutscht halt immer schnell raus. Ich versuche da mal, damit es ein bisschen Fairness reinkommt, die Kurven wirklich ordentlich zu nehmen, ohne rauszurutschen. Guck mal, jetzt kannst du schon den Windschatten. Ne, eben nicht, weil du schon weg bist. Guck mal, 95, weil da geht's nicht weiter. Ja, der hat dann auch Gas zu geben. Einfach nicht. Naja, 300 Endgeschwindigkeit ungefähr. Kann ich halt nicht viel machen, das ist halt einfach so. Aber Lied ist halt geil. Na, warum nicht? Denn auf einmal lenkt er. Okay, das ist. Ist jetzt auch nicht mit Absicht, ich soll jetzt nicht nach Absicht aussehen, das war einfach nur Fahrt. Bisschen dumm. Es ist cool, dass ich nicht so eine hohe Endgeschwindigkeit habe, da kann ich auch nicht so viele Fehler machen. Ich meine, das kann man das als Fehler zählen eigentlich nicht, weil ich bin noch auf Asphalt und ich beschleunige immer noch. Ich versuche jetzt mal nur auf der Strecke zu bleiben. Oh, das ist geil, der macht Spaß. Ich habe zwar jetzt nicht so eine hohe Endgeschwindigkeit, aber dafür vielleicht das. Die Kurvenfahrung, das qualitative Fahren, dass wir nicht so um die Kurven rasen
kann, will. Ist einfach viel besser so. Steht da hier, ich kann in der Mitte fahren und kommt dann noch, ja doch, und kommt nach außen wieder an, am Kurvenring. So macht's Spaß. Das ist eine kleine Herausforderung, ihn auch noch hier zu gewinnen, aber sehr unwahrscheinlich. Na, mach Beuse jetzt, wo ich nur die Kurven so nehme, kann ich immer so viel Gas geben, muss dann mit 170 lang fahren. Du kannst, wo du mit 170, das ist meine Endlich. Wo du mit 195 lang fahren kannst. Wo? Bei den Kurven hinten. Ich kann nicht mit 195 lang fahren. Ich fahr auch nur mit 120 lang. Gut, wir fahren schon 80 rum, 90. Die kannst du mal wieder schön beschleunigen, ein bisschen abbremsen und dann die Kurve anbringen. Und dann halt auch den Rad nicht voll abspringen. Aber dafür habe ich die Kurven. Das gibt mir halt immer so einen kleinen Bonus. Okay, ich mein, doch, die hier oben muss ich angehen, muss ich anders nehmen. Das kann ich innen reinfahren. Vielleicht schaffst du den sogar vor mir nochmal durch die Ziellinie. Okay, Achtung. Moment, das mal. Guck, und das Geile ist, ich muss es eigentlich, ich kann mich jetzt einfach ab jetzt rollen lassen. Und ich komme trotzdem noch mit einer ordentlichen Geschwindigkeit rum. Ich soll übrigens gerade am Bremsen, als ich eigentlich vorbeigezogen bin. Ja, absolut. Ein bisschen Rasen. Und vielleicht kann ich wollte auf jeden Fall die Kurve anders nehmen. Dafür habe ich eben das DHS, damit ich am Anfang halt ein bisschen dranbleiben kann. Lass mich nicht haben, das zählt auch zu. Haben. Dafür hast du 300 Endgeschwindigkeit. Das kann ich jetzt vorhalten. Ich kann hier nicht mehr so schnell. Und drückst trotzdem raus. Das geht nicht. Hätte schon Grenzen. Jetzt ist gerade ein bisschen stumpf das Lied. Ja, es wird auch gleich besser. Das Coole ist, wenn ich bremse halt den Kurven ab. Das ist eine gute Taktik. Ich bremse den Kurven ein bisschen ab und kann mich mit DRS noch auf eine ordentliche Geschwindigkeit für den Wagen oder für Kurven bringen, für die nächste, die mir annehmbar ist. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen, weil das ist die etwas schwierige Kurve. Ja, gut, dann gehe ich mit dir alles drüber. Es sind alles so kleine Taktiken, die man einsetzen kann. Doch hier halt nicht hohe Endgeschwindigkeit, ist der Wagen auch verdammt mobil, was die Kurve angeht. Beziehungsweise, das war jetzt ein bisschen komisch, warum der so reingehackt ist, aber ist jetzt wurscht. Solche Kleinigkeiten. Aber ich finde, das ist qualitatives Fahren hier. Macht schon mehr Spaß als das Mal davor. Wobei die meiste Form ist immer schön gerappt, das war aber auch ganz lustig. Also lustig von der Lustigkeitsfaktor war das alte schon besser, muss man einfach sagen, aber das ist halt, da fühlt man sich halt einfach besser hier mit dem Fahren, mit dem Fahrstil. Diesmal schaffe ich irgendwie auf der Geraden einzuholen. Ich sehe mir, dass ich freue, wenn ich an einem vorbeiziehe. Da hinten, guck mal im Rückspiegel, da hinten schon was angepfeffert. Ja, das sehe ich nicht. Ungünstig, oh, aber die souverän noch gelöst. Bremsen kommt mir auch hier ein bisschen besser vor als in den anderen Wagen. Oder jedenfalls viel smoother als. Der andere Wagen war halt einfach richtig, also sau viel Leistung, aber. Der war halt golden. Ja. Das ist so der Vorteil, er war halt golden. Ja, er hatte halt dieses Gold, aber sonst. Naja. Hat nur irgendwie verleitet, ihn zu fahren. Ja, ich gehe auch manchmal echt noch aus den hier. Der Subaru ist. Macht schon Spaß. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich den ersten Martin nehme. Aber es ist okay. Ich bin echt gespannt, wer das hier gewinnen wird. Aber man hat halt diesen Assi-Lied, aber ich muss es versuchen. Die Kurve muss ich jetzt gut nehmen, weil sonst habe ich. Diese Streiche von der Liste. Da kann ich auch nicht sagen. Ich bin diesmal gefährlich nah am Ring dran. Ja, gut, das war's dann schon mal. Vor mindestens 5 Sekunden Vorsprung. Das ist so das Neueste. Naja, wurscht. Das sind halt immer diese Leistungsunterschiede, die es halt manchmal gibt, aber naja. Und dann komme ich vorher noch in die Kurve rein, wahrscheinlich. Ja, das ist doch gut. Ich muss auch vorher noch die Zielgerade. Und dann komme ich diesmal in die Zielgerade, nicht wie beim letzten Mal.
Mensch, beschleunigen wir, verdammte Scheiße. Nein, du bist... Yes! Das sind die Tests! Ja! Das ist so lächerlich! Das ist geil! Das ist so war lächerlich. Geil! 0,0157. Das war eine gute Aktion, mir noch zu schieben. Warum bist du auf mich zugefahren? Du hast mir auch geschoben. Oh, so ein Scheiß. Naja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.